Es geht heute um Orientierung, um Begriffe und es geht auch um die Grundlagenliteratur. Ich will Ihnen ein paar erste Definitionen geben und dabei immer auch so die typischen Bücher, in denen Sie sich weitere Unterstützung holen können, vorstellen. Es geht um medienpädagogische Ansätze und ich stelle Ihnen dann noch darüber hinaus ein etwas Literatur vor für diejenigen, die das dann auch entsprechend noch vertiefen wollen. Und es ist eine relativ wichtige Sitzung, wenn es um die Begrifflichkeiten geht, denn das sind praktisch so die gemeinsamen Codes, die wir verwenden. Das heißt also, ich werde nach der Einführung beispielsweise, was ist Medienpädagogik, werde ich nicht jedes Mal wieder erzählen, wie sich die Medienpädagogik aufgliedert, was das Besondere, was die Medienpädagogik ist, sondern das setze ich dann tatsächlich voraus. Genauso ist das dann auch bei den anderen Begriffen. Insofern ist es gut, dass wir heute alle hier sind, denn für das Verständnis der weiteren Vorlesung ist es immer wichtig, dass man zumindest so eine grobe Vorstellung hat, was zum Beispiel ist Medienkompetenz. Erinnern Sie sich an die letzte Sitzung, als wir hier das Pantomime-Experiment gemacht haben, das zeigt, wie sehr die öffentliche Auffassung dieses Begriffs Medienkompetenz auseinandergeht. Und es gibt aber eben noch eine wissenschaftliche Entsprechung dieses Begriffs und um die geht es natürlich hier an der Uni, hier an der Hochschule. Es geht also um Überblickswissen heute im Wesentlichen und genau dieses Überblickswissen wünscht man sich ja, wenn man irgendwo neu in einer Stadt ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie auch zum Studieren hierher gekommen sind. Ich kam nicht zum Studieren hierher. Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten 10 Jahren alleine, musste ich mich in einigen neuen Städten einleben. Ich war unter anderem in Sydney, ich war in Melbourne, ich habe in Dunedin gearbeitet. Dunedin ist ein Kaff, insofern war es nicht schwierig, da sich zu orientieren. Aber ich habe auch in Erlangen-Nürnberg gearbeitet und gerade Sydney war für mich sehr herausfordernd, also die Stadt als ein Urwald, ja. Kann sich da zwar gut orientieren, aber es ist erstmal eine Herausforderung. Da habe ich mir manchmal gewünscht, man hätte so ein kleines Flugzeug und man könnte einfach die Perspektive ändern. Man könnte so auf 1000 Metern über die Stadt fliegen und dann sehen, wie hängt das eigentlich alles zusammen. Weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen, gerade wenn man mit dem ÖPNV fährt, mit öffentlichem Personennahverkehr, das ist ja immer sternförmig angeordnet. Ja? Und da fährt man manchmal, wenn man von hier nach da kommen möchte, fährt man hier rein und hier raus und hat dann irgendwie gar keinen, gerade wenn man mit einer U-Bahn fährt und gar nicht rausschauen kann, wo man sich jetzt gerade befindet, keine Orientierungspunkte hat, dann fährt man durch die Gegend und stellt vielleicht gar nicht fest, dass man es von der Uni zum Lieblingspub vielleicht gar nicht so weit hätte. Also so war das nämlich bei mir. Und wenn man einfach zu Fuß gegangen wäre, spart man sich 30 Minuten Busfahren und ist in 2 Minuten da. Also insofern, Orientierung ist wichtig und man wünscht sich sozusagen, man könnte von oben auf die Stadt schauen und ein bisschen so ist das auch bei der Medienpädagogik. Man wünscht sich, man könnte auf so ein neues Thema von oben drauf schauen und könnte gucken, wie gliedert sich das so auf. Jetzt speziell bei der Medienpädagogik wäre das schwierig, gerade mit einem Abstand von 1000 Metern, Sie werden das gleich sehen, was ich damit meine, weil nämlich die Medienpädagogik durchaus inzwischen sehr multiperspektivisch, sehr disparat ist, sehr, sehr unterschiedlich. Man könnte es wahrscheinlich aus 1000 Metern gar nicht so richtig sehen. Es wäre sehr komplex. Wie habe ich mir geholfen? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Medienpädagogik, in Bezug auf die Städte und in Ludwigsburg habe ich es genauso gemacht. Ich habe einfach jede Zeit genutzt, morgens oder spätabends, und bin einfach in irgendeine Richtung losgelaufen und habe mir angeschaut, was es da zu entdecken gibt. Und ein bisschen so wäre meine Empfehlung, machen wir das jetzt auch mit der Medienpädagogik. Wir laufen so in unterschiedliche Richtungen los und gucken, was es dort zu entdecken gibt. Nachteil hat es allerdings, dass Sie jetzt der
Metroplanung von Sydney. Wann immer man da eine Komplexitätsreduktion, im Unterricht machen wir das ja genauso, wir machen das dann später im Unterricht genauso, dass man immer versucht, Komplexität zu reduzieren, um es zu erklären. Das ist eigentlich so Zeichen eines Modells. Und jetzt hier zum Beispiel, dieses Modell ist der Metroplan von Sydney. Und ein Nachteil hat das natürlich, wenn man sich auf ein solches Modell einlässt, man lässt sich immer auf eine Logik, also auf die Logik eines anderen ein. Das ist so, wenn Sie ein Buch lesen, ja, dann lassen Sie sich auf die Logik ein, jetzt in diesem Fall dieser drei Autorinnen und Autoren, die dieses Buch geschrieben haben. Wenn Sie diese Vorlesung hören, dann lassen Sie sich auf die Logik ein, die ich mir, also dann lassen Sie auf das Konzept ein, das ich mir für Sie ausgedacht habe. Mit erstmal einem Vorteil, ich habe ein bisschen Erfahrung, also das heißt, Sie können sich durchaus darauf verlassen, dass das sozusagen nicht zum Schiffbruch führt. Aber es hat dann den Nachteil, es ist erstmal meine Vorstellung der Dinge und nicht Ihre. Und deswegen ist eine Vorlesung dann besonders gut, wenn Sie sich eben nicht nur auf meinen roten Faden einlassen, sondern gegebenenfalls ergänzend selbst nachlesen können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich Ihnen die eine oder andere Literatur dann auch vorstelle. Das ist die Idee dabei. Also hätte ich das damals, wieder das Beispiel mit der Uni und dem Lieblingspub, hätte ich sozusagen mich immer nur auf den Metroplan verlassen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal in die Ecke zu schauen und zu sehen, huch, da sieht es ja genauso aus, wie der Ort, an dem ich lande, wenn ich eine halbe Stunde erstmal in die Stadtmitte und dann eine halbe Stunde rausgefahren bin. Das Schwierige bei Sydney ist nämlich, dass es viel Wasser hat. Das ist auch das Schöne. Okay, wer es kennt, grinst jetzt gerade schon. Also, es geht um Grundlagenliteratur, es geht um Orientierungswissen, es geht um Definitionen und Einordnung, es geht um zentrale Begriffe und Ansätze, Literatur zum Weiterlesen und eben Hinweise zur weitergehenden tieferen Recherche. Mit denen würde ich direkt mal beginnen. Alle, die mich kennen, wissen, sie kommen da nicht drum rum, um diesen Hinweis. Wie kann man weiter recherchieren? Wie kann man weitere Informationen bekommen? Ein paar Tipps habe ich Ihnen, glaube ich, schon gegeben. Schwierig beispielsweise, ich weiß, dass gerne Google auch zur wissenschaftlichen Recherche herangezogen wird. Machen Sie das aber möglichst nicht, denn es führt Sie nicht sehr weit, zumindest nicht in der Standardversion. Google Scholar ist eine gute Sache, Google Books ist eine gute Sache. Aber wenn Sie sonst einfach nur das Suchfenster von Google benutzen und nicht die erweiterten Einstellungen, dann werden Sie für die wissenschaftliche Recherche nicht so weit kommen. Und das hat einfach einen Grund, dass eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Google nutzen, sondern alle Menschen. Und der PageRank richtet sich eben nach dem, was alle Menschen interessant fanden. Und das müssen beispielsweise bei Begriffen Erziehung oder Sozialisation nicht unbedingt die wissenschaftlich relevanten Dinge sein, die vielleicht für Sie interessant sind. Viel hilfreicher ist es, wenn Sie zum Beispiel MetaGer nutzen. Wer das noch nicht kennt, MetaGer, das ist eine Metasuchmaschine. Das heißt, die haben keine eigenen Crawler, die das Netz durchsuchen und keine eigenen Datenbanken, sondern nutzen die Datenbanken anderer Suchmaschinen und anderer Kataloge. Und da können Sie sozusagen auch in die hintere Ebene, in die erweiterte Ebene, und können mit sogenannten Checkboxes auswählen, welche Kataloge Sie nutzen wollen. MetaGer und andere Metasuchmaschinen nehmen Ihnen die Arbeit ab, dass dann die Gebletten auch da auszuklären. Also ganz wesentliche Empfehlung, wer spezielle pädagogische Texte sucht, nicht nur für diese Veranstaltung, sondern auch für andere Veranstaltungen genauso hilfreich, dem sei FIS Bildung empfohlen. FIS Bildung ist ein Projekt des DIP in Frankfurt und es gibt da noch ein eigenes Projekt daraus, das ist PEDOCS. Da geht es tatsächlich nur um PDFs, die Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben. Normalerweise finden Sie das nur in Büchern, aber nach einer gewissen Zeit laufen die Schutzfristen ab und dann kann man diese Schriften auch in PEDOCS laden. Also wer Literatur sucht, ist bei PEDOCS einfach wunderbar bedient. Und dann gibt es noch eine eigene, also sozusagen die Eigenwerbung, ich habe das Buch schon mal rumgehen lassen hier, die Forschungswerkstatt Medienpädagogik, das ist ein eigenes Projekt, auch aus Frankfurt, das ich jetzt hier nach Ludwigsburg mitgenommen habe.
Da geht es darum, für diejenigen, die in der Medienpädagogik weiter forschen wollen, welche Methoden denn verwendet werden. Das, was ich da besonders gut finde, ist, dass es ein studentisches Projekt, eine studentische Idee auch war, die dahinter steckt. Von Studierenden für Studierende. Und auch da, alle Texte sind kostenlos erreichbar. Das heißt also, Sie finden dort die PDFs einfach im Netz. Wer weiterlesen will, hat die Möglichkeit und natürlich aber auch in der Bib. Ja, die kennen Sie. Die Grundlagenliteratur, ein großes Dankeschön an die Tutorin und an den Tutor. Die Grundlagenliteratur finden Sie, wenn Sie sie nicht schon gefunden haben, im Moodle-Kurs. Das heißt also, das, was Sie hier drin finden, das Wesentliche heraus, finden Sie im Moodle-Kurs, als, ebenfalls als PDFs. Und damit Sie vorher wissen, was Sie in der Literatur erwartet, also damit Sie eben die ganze Literatur nicht durchlesen müssen, das müssen Sie nämlich nicht, aber das dürfen Sie natürlich, stelle ich Ihnen ganz kurz zumindest mal vor, was Sie ganz grob erwartet. Und diese Einführung hier von Daniel Süß, Claudia Lampert und Christine Lehne ist eine Einführung, die multidisziplinär aufgestellt. Das heißt, also hier in dieser Vorlesung geht es im Wesentlichen um die Medien, also um die erziehungswissenschaftliche Medienpädagogik, währenddessen in diesem Buch hier noch die medienwissenschaftliche und die medienpsychologische Medienpädagogik noch thematisiert wird. Das heißt also, wer so den etwas breiteren Überblick möchte und erstmal als Einführung gedacht, dem der sei dieses Buch empfohlen. Wenn Sie allerdings sagen, in der Medienpädagogik kenne ich schon aus mit den Grundlagen, dann gibt es durchaus andere Bücher, die ich Ihnen auch gleich empfehlen kann. Aber das ist so für diejenigen, die sagen, ich bin ganz Anfängerin oder Anfänger und möchte mich da reinlesen, dann ist das eine gute Empfehlung. Finden Sie, wie gesagt, im Moodle-Kurs. Sie müssen kein Buch kaufen. Das ist ein Zitat aus diesem Buch hier. Medienpädagogik drückt Zugehörigkeit zur Pädagogik respektive zu den Erziehungswissenschaften aus und umfasst im weiteren Sinne alle Theorien und Studien, welche sich mit der Rolle der Medien in Erziehung, Bildung und Sozialisation befassen. Da haben Sie auch schon die erste Definition für Medienpädagogik. Eben aus diesem Buch und entsprechend aus einer eher multiperspektivischen Perspektive. Hier sehen Sie das. Ich hatte, glaube ich, die Folie auch schon mal kurz gezeigt das letzte Mal. Einfach nur zur Verortung. Es geht ja um Orientierung heute, dass die Medienpädagogik eine Disziplin ist, die multiperspektivisch ist, das heißt, die unterschiedliche Disziplinen als Bezugspunkte sieht. Und da wäre zum Beispiel, Sie sehen hier, die Erziehungswissenschaften, die allgemeine Pädagogik, das würde ich sagen, eigentlich müsste man jetzt dieses Kästchen ein bisschen größer machen, weil das ist sozusagen einer der wichtigsten Bezugspunkte der Medienpädagogik. Dann natürlich die Medien- und Kommunikationswissenschaften, die Medienpsychologie, wie schon erwähnt, aber auch die Literaturwissenschaften und die Mediensoziologie. Und es gibt in der Literatur diejenigen, die sich mit Wissenschaftstheorie beschäftigen, die sagen, dass die Medienpädagogik zu den Wissenschaften gehört, zu den Disziplinen gehört, die so fractured porous sind. Wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, also ähnlich wie ein Schwamm, die Impulse, die Bezüge, die Themen auf andere Bezugsdisziplinen in sich aufnehmen und sozusagen auf ihre eigenen Gegenstände beziehen. Das ist so die Idee dieses Fractured Porous. Jetzt könnte man sagen, also wenn jetzt BWLer unter Ihnen sind, dann könnte man sagen, das ist aber eine negative Handelsbilanz jetzt für so eine Disziplin. Ne? Ist ja, wirkt ja jetzt erstmal nicht besonders attraktiv. Ja? So eine, die nur aufnimmt, aber nicht so viel weitergibt. Ja? Das stimmt, erstmal schon. Aber wenn man ein modernes Wissenschaftsverhältnis anlegt, wenn man sagt, es reicht eben nicht mehr nur, dass man so für sich so monadisch forscht, sondern
man braucht einfach die Bezüge, gerade wenn es um Subjekt, Gesellschaft und Medien geht, darum geht es ja bei der Medienpädagogik, dann braucht man eigentlich Bezüge auch zur Psychologie, zur Soziologie, und dann kann man eigentlich nicht sagen, ich interessiere mich jetzt gerade nicht für erziehungswissenschaftliche, bildungstheoretische Fragen. Ja, das gehört dann dazu. Und daher erklärt sich das durch. Und deswegen finde ich das auch, dieses Fractured Porous, eigentlich nach einem modernen Wissenschaftsverständnis eine sehr attraktive Sache.